Anna feiert im Zoo Berlin. Heute ist ihr erster Geburtstag. Versuchen wir heil an den Großen vorbeizukommen, ohne dass sie uns vorher schon den Kuchen wegreißen. Weg, Shaina. Shaina, kriegst du gleich. Weg. Jo, die Nase weg. Riesentorte hier. Jetzt los. Nase weg. Hau los. Ein tolles Geschenk. Hinterher werden wir sie wiegen. Wir wissen mal, wie viel sie gefressen hat. Ein Kilo mehr, wenn sie den Kuchen gegessen hat. Aber ich helfe da mal. Ach, Heu auch noch. So ein Soblos mit Heu ausgestoppt hier, oder? Den Salat kriegst du noch dazu. Und machen wir dir schön außen rum. Verschmieren wir nicht den guten Kuchen. Ey, das ist eine Fräge. Vielleicht ist im Heu noch eine Flasche Bier drin. Kriegt man noch. Ich rette mal den Korb erstmal. Shaina ist ein Jahr, genau ein Jahr halt. So ein Reiskuchen. Gebackener Reis hier. Ein bisschen mit Früchte drin. Gleich tritt's im Brei. Musst du den Kuchen machen? Das ist eben die Elefantenart. Mit den Füßen ins Essen, ich glaube, ich spinne. Geburtstag ist, dass der Elefant Sauerei macht und wir müssen sie wegmachen, die Sauerei. Fass uns nicht an mit deiner Drecknase. Ah, Rango. Rango. Oh, das schmeckt, wa? Ist für alle Elefanten etwas besonders. Reiskuchen kriegen sie ja nie. Das ist ja wirklich extra für die Kleine heute so angefertigt im Futtermagazin. Und die Großen bekommen das auch sonst nicht. Shaina, gleich wird noch ein bisschen Musik für dich gemacht. Das Geburtstagskonzert beginnt. Joti, hier festhalten. Mach mal Musik hier. Ein Geburtstagsschlottchen. Joti. Hier, komm her. Komm, puste hier rein. Gut, die Runde. Laut zu. Nein, Mädchen. Gut, die Schuss, laut. Na, prima Ständchen. Fein. Würdigst dein Geburtstagsständchen gar nicht. Da haben sich Mama und Tante so viel Mühe gegeben. Alter Quatschkopf. Ja, Party geht heute den ganzen Tag. Zu müde sein heute Abend und schlafen. Ne? Ja. Da. Guck mal, du hast auch noch eine Geburtstagskarte bekommen. Da kommt der Rüdiger. Post für dich. Hier. Für Shaina Pali. Geburtstagskarte. Nicht fressen. Hier. Die ist gut. So interessant war. So, den Umschlag frisst er gerade. Dabei weiß jeder, einjährige Elefanten können noch nicht lesen. Guck mal, was die Leute dir schreiben, eine schöne Karte. Lies vor. Shaina verschlingt ihre Post. Schmeckt dich? Schmeckt so die Geburtstagskarte auch gut, ja? Weg ist sie. Fein immer. Gleich, okay. Ja, das ist das Geburtstagsgeschenk vom Zoo. Die neue Waage von Shaina. Bis zu 2 Tonnen ausgelegt und wiegt eine Menge. Kleiner Augenblick. So, ist auf 0. Kannst du. Mal schauen, ob wir auf 600 kommen. Komm auf hier, komm auf. Lango, Fußlift. 600 hatten wir gerade, das ist super. Das ist super, sieht man auch. Ja, nein! Ja, mein Kabel. Super, für eine Einjährige.
die Welt ist so groß. Guck dir das an. Da. Und jetzt geht's los. Auf die Plätze, fertig. Los. Komm mal, guck mal, hier ist ein alter Bekannter von dir. Den haben wir extra mitgenommen. Komm mal. Guck mal hier. Guck. Der wartet schon. Jo. Na, komm mal. Komm mal vor für die Leute. Komm mit. Hallo, Bär. Malleinbären Dara erkundet ihren Käfig im Freien. Das ist so fremd, wa? Ja. Das ist ein Ding, wa? Jo. Geh mal gucken. Oh. Ist das zu fassen? Na klar. Hallo, Dara? Oh, ich geh mal nach hinten, falls sie nach hinten abschmiert. So. Hallo? Was war denn das jetzt? Denkst du mal bitte daran, wie alt du bist? Ja, du schnupperte doch alles nach dem großen Bruder und nach dem Papa und der Tante. So, und? Also hallo? Richtig weiß ich jetzt aber nicht, was er machen soll. Ich hänge ja mal so rum. Kickst du das an? Das hat sich jetzt innerhalb der letzten anderthalb Wochen hat sich das so rauskristallisiert, dass sie also wirklich super klettern kann. Hat sie ja drin schon immer an dem einen Stamm geübt. Da brauchen wir uns ja keine Gedanken mehr machen. Aber dass sie hier jetzt hochklettert, also das ist... So du dir gedacht? Nö, täglich mehr. Ja. Ist halt so. So werden die Kinder flügge. Und so völlig gut ist denn. Dara schafft's hoch hinauf im Tierpark Berlin. Ein Loch. Aber Gefahren lauern überall. Bumm. Oh wei. Oh wei, oh wei. Oh. Ui. Kopf sauber. Oh. Fällt immer auf die Nase. Nein, Mama, dann komm hier. Komm hier, ich mach die Nase sauber. Oh, hast du einen Potenbaum geschlagen? Ups. Hallo. Oh, jetzt mault sie. Ja. Kurz trösten. Komm mal. Kurz trösten. Komm mal hier. Jo. Oh. Hm? Lauter Sand in der Nase, guck mal hier. Wo ist die Welt ja in Ordnung? Weiter geht's? Lieber nicht. Böser Sand? Oh Mann. Komm, ganz kurz kuscheln. Aber dann wird wieder gelaufen. Das werde ich hier nie verpimpeln, ne? Oh, jetzt ist besser. Komm, ganz kurz. Die nächste Kuschelrunde macht Evi. Ja? Gott, oh Gott, ey. Unser Baby. Oh, hast du so gelitten. Mal Puste, Puste machen. Ja, komm hier. Puste, Puste. Schläft er ein. Hey. Na komm, ja, jetzt wieder runter. Ja? Musst du gar keine Angst haben. Das passiert nun mal. Oh. So schlimm. Da war doch nur ein Purzelbaum im Sand. Ist das zu fassen, ey? Oh. Geht's wieder runter? Na, ihr seid schon wieder richtig misstrauisch, was? Natürlich sind sie misstrauisch, die Bartkäuze. Dann wollen wir mal hoffen, dass sie uns heute nicht auffressen.
so. Dabei will Klaus-Dieter Gral nur den Nachwuchs kontrollieren. Ach, Mäuschen. Ja. Komm mal raus da. So. Das sind hier junge Bartkäuze. Die sind jetzt zwischen 3,5 und 1,5 Wochen alt. Den haben wir alle einen geschlossenen Ring auf den Fuß gezogen. Und da muss man hin und wieder noch kontrollieren, ob der Ring drauf ist, weil der kann vom Fuß rutschen. Aber hier in dem Fall ist alles in Ordnung. Da wächst dann quasi das Bein in den Ring hinein. So, das ist Nummer 1. Ups, komm mal her. Ja, das ist hier der größte, der älteste. Ja, und der Ring, der sitzt. Wunderbar. Ja, es tut schon weh, wenn du krallst. Das ist der kleinste. Aber auch da sitzt der Ring. Ja, dieses Jahr haben wir von diesen Bartkäuzen 5 Stück. Das ist, würde ich sagen, gar nicht mal schlecht. Das ist für mich das erste Mal, dass wir 5 Jungtiere in der Nachzucht haben. Wir hatten schon mal 4. Aufpassen. Aber, ups, 5, das war noch nicht da. So. Ja, und auch beim 5. sitzt der Ring. Genau, da brauchen wir nicht mehr gucken. Das ist in Ordnung. Das ist was. Ein seltenes Gruppenbild. Muss ich mal umdrehen. 5 Stück auf einmal. 5 auf einen Streich. So, jetzt kommt er wieder rein. Dann kann Mutter wieder zurück zu euch. Hallo Klauschen. Wer kommt denn da an die Umwelt? René Walter mit Sohn. Wollen wir dann echt mal angucken? Hallo, willst du mal gucken, der Großer? Ja. Einmal echt gucken? Ja. Ist neidisch, wa? Ja, ja. Ist denn hast du viel erzählt zu Hause? Ja. Guck mal hier. Neugierig. Glaub ich, komm ohne Ende. Trotz Spenderes zum Elch angucken. Einmal hier durch den Dschungel durch. Kleiner Hallo. Bock, kleiner Junge. Und die tut mir nichts. Nee, kann ich so naja, schnell. Dann geh lieber nicht so dicht dran, wenn du nicht so schnell ja wegrennen kannst. Dann gehst du ganz friedlich. Hast du lange Beine? Rita. Guckst meinen Stock an, ne? Ja. Und wie heißt er? Gustav. Ach, Gustav, hast du das? Ist mein Schwedenkönig ist das. Ja, Schwedenkönig. Mhm. Ganz niedlich. Jetzt rennt er auch schon schön über der Anlage rüber. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Wir gucken doch nur. Ist sehr hübsch. Anfangs hatten wir ein bisschen Probleme mit ihm, weil sie hatte nicht so viel Milch. Aber nun hat sich alles eingepegelt. Ja, ja, ja. Hauptsache, du kommst denn wieder hoch. Ja, stimmt. Ja. Komm mal her. Mach du mal. Ja, das ist und dein Kind. Das ist dein Kind, genau. Hm? Ja. Den wiegen wir nachher noch mal, ne? Wiegen wir noch mal. Hm? Ist das fein? Ja, da wiegt er. Ja, ja. Ist gut. Das soll nicht sein. Schreien soll er nicht, ne? Ja, ist gut. Sehr süß. Ja. Ja, ist gut. Ist gut. Da musst du stehen, wenn er jetzt hin möchte. Irgendwie tut ihr das so ein bisschen weh. Ist gut. Hm? Ja, ist ja gut. Aber Milch hat sie. Hm?
Ja, ja. Hm? Was rufst du? Die Nase ist noch nicht so rumgekommen, oder? Bei dem Kalb. Also, wie rumgekommen? So wie bei der Mutter, der Muffel. Nee, aber der sah am ersten Tag aus wie Alf, der so zusammengedrückt. Ja. Hm? Die Farbe stimmt ja. Putzig. Hat auch schon diesen. Hier, ne? Kehlbommel. Ist natürlich jetzt interessant zu wissen, ob die auch Mädchen gleich haben oder nur die Böcke. Irgendwie gefällt ihr das nicht. Ja. Gleich geht's raus. Bin ich gespannt. Warte mal, jetzt lass ich es einmal. Wiegt. Ja, jetzt lass ich es einmal rüber. Kannst du mal die Tür dazu machen? Mach ich. Na los, komm, noch einen Schritt. Noch ein Schritt. Um Gustav auf die Waage zu bekommen, muss er von Beta getrennt werden. Zumindest können wir nur kontrollieren, ob sie ihn wirklich trinken lässt. Ja. So, auch mal wieder ein Stück rein. Juppa. Ja. Sehen tue ich es nicht. Du musst ablesen. Ich denke 79. 79? 79. Ist der süß? Ich habe nie eine Elchkalb in der Hand gehabt. Nee. So, einmal Kind absetzen. Was du da rausnimmt? 79. Also 19. 3 Kilo, du. Nur 3 Kilo in einer Woche. Ist das normal? Ich weiß es nicht. Guck mal, da hast du dein Kind schon wieder. Das hat dann wirklich nicht lange gedauert. Na, Schnee. Gustav wird nicht mehr aus den Augen gelassen. Das ist ja schön. Ja? Ein schönes Bild. Genau. Jetzt haut er bestimmt. Genau. Die soll wieder weggehen. Ach, geht's. Also, doll Angst hat sie nicht mehr. Ja, nee. Sie hat sich schon ein bisschen durchgesetzt. Aber sie hat nur immer Angst, dass die Susi an den Gustav rangeht. Mhm. Und deswegen ist sie hier den ganzen Tag auf der Beine und das bekommt ihr nicht so gut. Sie läuft ja nicht so gerne. Mhm. Möchtest du mal gucken bei uns? Nicht, dass denn deine Mutter hier angeschossen kommt. Das war ja ein Spaß. Ja. Puschen, guck mal. Ist ein Junge. Eindeutig. Ein Junge. Er zeigt uns, ich bin ein Junge. Der ist nur niedlich. Richtig knuffig. Oh, da muss aber genug Milch drin sein, sonst könnte man hier nicht so lange bullern. War das mit deiner Gämse? Entwickelt sie sich gut? Ja, super. Möchtest du auch mal sehen? Ja, schön. Bonnie und Clyde. Zwei agile Tyras. Eine kleine Beschäftigung für die Tyras. Eine alte Futtertüte. Die Gewürze machen die Sache einfach interessanter. So eine Papiertüte ist zwar auch lustig, damit spielen sie auch so ein bisschen. Die wird auseinander, aber wenn das natürlich nach irgendwas riecht, was für sie nicht normal ist, was also nicht in ihren normalen Ablauf reinpasst, ist das natürlich noch viel interessanter. So, also wenn ein Fremder drin ist, dann ist es zurückhaltend. Das ist, aber wenn sie jemanden kennen, also wie mich oder so, jetzt die anderen Kollegen, die fressen aus der Hand. Aber da muss man aufpassen, also die klauen auch sehr gerne. Wenn man da zum Beispiel mit einem Scheuerlappen drin ist und man muss da wischen und man geht mal kurz weg, ist der Scheuerlappen auch weg. Hi! Ich hab was für euch. Guckt mal hier, Tütchen. Ja, ich weiß, ich komme ja schon. Komm ja schon. Hey, Schnecke, alles klar? Nicht raus. Nein, ich weiß. Motte, hä? Alles klar hier unten? Alles klar bei dir? Alle Klärchen? Die willst du haben, wa? Die wollt ihr haben. Hier. So, viel Spaß. Dann macht mal was draus. Das ist eigentlich die Lieblingsbeschäftigung von denen, irgendwas kaputt zu machen. Also spielen und dabei irgendwas kaputt machen. Also das sind wirklich Marder. Also ich weiß nicht, also wenn die aus Südamerika, die müssen wahrscheinlich einen halben Dschungel manchmal kaputt machen. Deshalb gibt's Doppelgitter für die Marder.
Heu zum Frühstück. Daran können die Dromedare den ganzen Tag lang kauen. Oh, lecker Brötchen. Katrin Spiegler verwöhnt heute mit Extras. Und? Da hinten kommt Serrano, der Kleine. Das sieht auch ganz lustig aus. Der kann mit Brötchen noch gar nicht so richtig anfangen. Hat auch so ein bisschen so eine schiefe Schnute, die hat er noch nicht verloren. Wir haben gedacht, dass sich das verwächst, aber hat er noch ein bisschen Zeit. Gleich kann Serrano seinen Vater wieder treffen. Hengst Uli darf zurück zur Herde. Ja. Jo. 6 Jahre alt ist unser Uli. Ja, im Moment ist halt ziemliche Ruhe. Gestern hat er erstmal seine Stute, seine eine, getrieben, aber es war nicht seine Lieblingsstute. Wir haben immer mal gehofft auf Kinder und haben immer gedacht, so, oh, vielleicht ist sie doch tragend oder das könnte ja sein. Und es hat bis jetzt noch nicht zum Erfolg geführt, nur bei der einen. Die eine ist Siri, 9-fache Mutter und im Moment die einzige, für die Uli sich interessiert. Ja, klaro. Der Papa. So bleibt Nachwuchs derzeit rar bei den Dromedaren und Serrano das einzige Jungtier. Wir haben dich ja schon erwartet. Am Tag zuvor war deine Mutti schon mit einmal schlank geworden. Und das meistens so vor der Geburt. Dann verschwindet der Kugelbauch. Ist dann alles ziemlich eingefallen und dann haben wir dich schon erwartet. Und dann warst du da am nächsten Morgen. Junge haben auch die persischen Kropfgazellen im Zoo Berlin. Extrem scheue Tiere, an die man schwer herankommt. Wir müssen mal schauen, wen wir zuerst jetzt haben. Ja. Das Böckchen oder das Mädchen, gucken wir noch mal nach. Ja. Und ihm verpassen wir die gelbe Marke. Und die kriegt dann die orange. Prima. Sieht so aus wie ihr Bruder. Martin Reim und Harald Jungnickel schreiten zur Tat. Die haben noch ja keine. Nee, die haben noch keine. Die sind noch viel zu klein. Dann heißen die immer Purzel oder so. Hey, Schneckenarsch. Komm mal her. Okay. Okay. Ich hab's. Gut. Och, oje. Guck mal, ich finde schlechte das. Jetzt die Hand mal kurz. Wissen wir, wo ist das Böckchen? Böckchen kriegt das linke Ohr. So. Platzieren wir hier an der Stelle. Ja, das gefällt ja nicht. Im Moment gefällt es ihm nicht. Aber da sind keine Gefäße drin. In diesem Stell sitzt gut. Von außen kann man es erkennen. Die Marke dient für uns zur Erkennung. In erster Linie, damit man sie auf weiter Sicht, die Tiere, schon erkennen kann. Damit er sie besser auseinanderhalten kann. Wenn man mehrere von den Tieren hat, dann ist es sehr schwierig. Die ähneln sich im Älterwerden so stark, wenn sie nicht direkte Merkmale haben, dass man sie nicht direkt auseinanderhalten kann. Er ist 14 Tage alt. Gut, das wollen wir aber. Das ist schön ruhig. Packen wir ihn rüber. Und dann nehmen wir noch das Mädchen. So, ist jetzt ab zu deinem Kumpel. Okay. Weißt du? Ja. Ja, ist ja gut, süßer Mann. Hey Mädchen. Okay. Der Kleine. Jo. So.
aber alt, wie es sein soll. Das Mädchen. Ich hab ja nicht so. So, hier kommt jetzt das andere Ohr ran. Männchen und Weibchen kriegen es auf den unterschiedlichen Ohren. Da kann man auch gleich besser erkennen, wer Männchen oder Weibchen ist. Gut. So, Mäuschen. So, schon erledigt. Kein Problem. Sitzt prima. Wunderbar. Ja, die, wenn die oftmals erstmal in der Wärme des Körpers sind, das würde ich auch annehmen. Okay, lassen wir die rüber. Gut. Jetzt wird es vielleicht etwas hektischer da drüben werden, weil da schon zwei drin sind und die, die jetzt da losspringt. So, okay. Ja. Okay, mach zu, mach zu. Gut. Wunderbar, klasse. Hat prima geklappt. Okay. Geht doch in den Kinderjahren. Nun erstmal erholen. Die Gazellen haben schließlich genug Haare gelassen. Das passiert nur durch den Schreck, den sie haben. Ja. Dadurch, dass sie ängstlich sind. Genau, da verlieren sie halt mal ein paar Stoffwechsel. Das sieht mal halt mal aus wie ein Teddybär. Echt? Mhm. Ja. Aber tut dir nicht weh. Wir verlieren auch ständig Haare. Martin hat ja keine mehr. Okay. Ein Kamerabär. Hier ist alles so groß und so neu. Für Dara. Schnecke, darf ich dir deine Nase ein bisschen sauber machen? Das ist das, wenn keine Borke dran ist, weil sie keinen Hals hat. Wa? Das sind ja so viele Gefahren. Wir haben sie ja drin noch nicht alleine. Sicher, da sind wir ja nur jetzt dabei, dass er sich dran gewöhnt, auch alleine in der Schaubox zu bleiben, aber das hier draußen ist ja nur alles noch viel, viel, viel gefährlicher. Von hier oben mal, weil das würde ich ihr jetzt zutrauen, nachdem ich gesehen habe, was sie da drüben macht, dass sie hier auch hochklettert und da langläuft und wenn sie da runterschmiert und auf den fällt, das tut schon richtig weh. Das, glaube ich, ist nicht so gesund. Oh. Was jetzt. War das? Oh, weia. Das sind die Großen. Tante Bärbel und Daras Mutter Tina melden sich aus dem Nachbarkäfig. Oh. Dara scheint leicht irritiert. Rennst du gleich hin. Oh. Willst du den mal sehen? Komm, ich zeig dir mal den Hund. Weil so, du hörst die immer nur und siehst die nicht, ne? Guck mal. Da. Nö, das siehst du schon. Da ist ein Hund. Das ist ein Hund. Und über uns fliegt ein Reiher. Das ist ein Ding. Brauchst du gar keine Angst vor haben. Ja? Okay. Oh, die ist müde. Willst du zu Evi gehen? Die liegt da schön. Die schläft gleich. Ja, ja. Bleibst du so stehen? Oder sie sonnt sich jetzt. Ist das schön so? Ist das schön so? Ja. Oh, so ein Bär hat's schwer, wa? Oh. Müsst ihr mal hören, wie die stöhnt? Oh. Das ist aber auch aufregend. Ja. Alles fein. Ja. Oh. So einschläfernd war der Hund, wa? Komm, Mann. Willst du noch mal eine Runde laufen? Willst du nuckeln? Also eigentlich hat sie noch nicht genuckelt. Na doch, jetzt ein bisschen. Jazeera und Amira sind Löwenschwestern. Jazeera begeistert sich für Fußball. Komm mal her, schnell! Aber zuerst will Amira zeigen, was sie kann. Die ist ja klasse. Amira, dass du da mitspielen willst, ist ja... Du als Erstes, lass mal deine Schwester, die spielt viel besser.
Nicht alles neu, wa? Wir haben durch Zufall mal bei deren Beinen entdeckt, dass sie da auf einmal angefangen haben zu spielen. Wir dachten, wir packen sie rein, mal sehen, was sie damit machen. Und dann haben sie auf einmal richtig angefangen, Fußball zu spielen. Und jetzt war sehr kaputt. Und jetzt haben wir durch einen großen Zufall haben wir jetzt eine neue Kugel bekommen. Und man sieht es, erfolgreich. Sieht Turm rum. Die Kartons sind zweitrangig und der Ball steht an erster Stelle. Obwohl jetzt aus Frust wird noch ein Karton kaputt gemacht. Bis die Kugel endlich frei wird zum richtigen Spielen. Ich staune. Also, dass Amira jetzt damit voll Action macht, hätte ich mir gedacht. Jazeera will auch. Ja, weil du nicht spielst, weil du nicht spielen willst. Ich kann dafür nichts, dass du jetzt stinkig bist. Dann nimm sie dir weg. Nimm sie ihr weg. Nimm sie ihr weg. Nimm sie weg. Keine Chance. Oder doch? Weiter beim Kindersuchen. Das ist zu schnell, bin ich zu schnell? Ja, du hättest hier. Ja, ich muss hier arbeiten. Ach, guck mal, da ist. Das ist auch sehr eindruckend. Da ist die kleine Gemse. Oh. Natürlich auch ein Junge. Ja. Hat das da schon einen Namen gehabt? Ludwig. Ach, Ludwig. König Ludwig. Bleiben wir heute bei der Könige. Ist der gewachsen, wa? Ja. 14 Papa. Tage ist er jetzt auch oder 2,5 Wochen? Stampfer bist du an dem, Tag geboren, wo du dich hast niedergelegt hier mit deinen Beinchen? Ich möchte darüber nicht reden. Du möchtest darüber nicht reden? Nein. Ja. Guck mal hier, was ich hier hab. Der kleine Frech wie Oskar. Der Schlamm hat ja schon die Zeichnung, ne? Also die ja, Gesicht. Alles, da fehlen nur die Hörner fehlen. Rein dienstlich wäre das jetzt kein Malheur. Aber so? Ja, also privat irgendwo in Kot reintrampeln, das ist mir eklig. Der Gedanke, dass ich in die Hose zu Hause breit schmiere. Das hat auch noch Profile, das habe ich bestimmt noch zu Hause dran. Was machen die Tierpfleger auch hier nicht sauber, wa? Ja, also wirklich. Also, ja. Da kommt man mal gucken. Ja. Wenn sie Zeit zum Rumstehen haben, können sie sauber machen, wa? Dein Lebensmotto, ne? Genau. Und schwer, ne? Ja. Lange, geht nicht so gut. Hand und Treppen runter. Am Ende der Besichtigungsrunde der kleinste Junior. Weißt du, nicht niedlich? Na, gleich der nächste Unfall. Siehst du, deswegen sollten Kranke nicht auf Arbeit erscheinen. Aber du lässt dich ja wieder nicht abhalten. So, ich glaube, ich komme aber nicht mit, ne? Nee, ich guck mal, ich komme so ein Stück runter, dass du es besser sehen kannst. Aha. Guck mal hier. Oi, 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 oi. Komm. Und guck mal hier, dass ihr das seht. Eigentlich fressen die ja aus der Hand. Zumindest die Mädchen. Na los, trau dich. Genau, jetzt kommen sie. Anmarsch. Die dicken Dinger. Anmarsch. Und die sind so friedlich. Und dein Muffelbock,
Er war 2 Tage bei mir, ja? Und er hat sich nicht erziehen lassen bei dir. Er hat 2 Tage einen auf Frieden. Bei uns war er ruhig wieder. Ja, weil wir haben ihn gekriegt. Ja, und dann hat er 2 Tage friedlich gemacht. Und am Sonntag stand er dann neben mir sofort und meinte, du gehst hier runter. Hast du auch gemacht, ne? Ja, ich bin dann gegangen. Und er durfte dann abends ausziehen. Mhm. Feine Maus. Guck mal, ist das nicht winzig? Wie ein Kuscheltier. Das ist hier jetzt nicht, dass wir hier so stehen. Vor allen Dingen du so in Privatsachen. Das sauer. Und mit so einer Krücke. Wer kommt denn hier schon mit so einer Krücke? Ein kaputtes Schipper kann das ja auch sein. In Blau. Stimmt. In Blau, glaube ich nicht. Ne? Ja, wegen meiner Hose habe ich. Hast du die Blaue genommen? Ja, genau. Jetzt, wir sind an der S-Bahn. Ne? Hat dir das gefallen? Weißt du doch, wunderbar. Bist du stolz? Ich bin auf dich stolz. Du bist neidisch. Du bist nicht stolz, du bist neidisch auf meine Eltern. Mit Sicherheit. Ja. Mach's gut. Okay, dann tschüssi. Bis nachher, ne? Tschüss. Und langweilt euch nicht so, nämlich. Machen wir nicht. Nee, okay. Tschüss. Tschüssi. Ihr könnt ruhig mal winken. Ich hab's doch wo. Ja. Wo wollen wir hingehen? In Robben. Robben. Ja, in Richtung bei den Rindern vorbei. Mhm. Wobei da man Jungtiere sieht bei den Wiesen. Ja, zum Beispiel. Raimon Opitz und Ruben Galki beim Abendrundgang im Zoo. Aber guck mal, ist schon interessant, ne? Wenn wir jetzt kommen, der Zoo ist zu, fast zu. Und jetzt gucken die ganz interessiert. Wenn du am Tage gehst, die nehmen uns ja nicht wahr. Interessiert die nicht, ne? Jetzt nehmen die uns wahr. Mhm. Ganz einfach, weil das völlig für sie ungewohnt ist. Ja. Schön. Schönes Bild. Na, ihr guckt aber interessiert zu, ne? Warum guckt der Kalb? Ach, nett, ne? Von Heiks an hier sehen zuerst. Noch in deiner Abendruhe, hä? Hm? Och Gott. Und schlaf mal weiter. Schlaf schön. Ja, dass die so aufgeregt sind, ne? Das ist auch sehr selten. Ich hab schon lange nicht mehr so schreien hören. Kann er doch gar nicht einschätzen, was sie jetzt zu sagen haben könnte. Da müssen wir unsere Robbenpfleger fragen. Hä? Ja. Naja, bei den Tieren muss ja auch mal was, nachts was zu erzählen geben, oder? Wenn wir Menschen so nachts was zu erzählen haben. Und das ist ja eine richtige Erzählerei, ne? Jeder antwortet. Bei den Pinguinen ist's leise. Sie achten auf Etikette. Das merken die doch schon, dass die noch mit der Nadel kommt. Ja. Hören die ja. Vorgestern standen die alle an der Wand. Ne? So, zu der Wand. Ne? Kopf so ein bisschen geneigt. War richtig nett gewesen. Wölfe dagegen heulen sich in den Schlaf. Na, ihr? Da hören sie natürlich auf. Hm? Ja?
aber schön, ne? Was machst du denn da? Jetzt geht der baden. Na, sag mal. Komm, jetzt gehen wir mal zu den Eisbären. Die schon schlafen. Die Eisbären träumen schon längst. So, wir sehen mal zu unseren Leuten gehen, ne? Gucken, ob da was übrig ist. Ich hoffe, die Bratwürste und die Hähnchen. Hähnchenbrust habe ich extra für dich holen lassen. Ess ich da auch nicht. Ist da auch nicht? Nee. Wachsam und angriffsbereit ist die Stumpfkrokodildame. Sie behütet ihr Gelege. Noch ganz entspannt der werdende Vater. Hier haben wir unsere werdende Mama. Das ist also unser Stumpfkrokodilweibchen. Die hat sich hier ihr Nest gebaut. Und da hat sie 12 Eier reingelegt. 12 Eier bis Madame. Deswegen so genau, wir haben die Eier wieder rausgenommen. Man kann also draußen besser kontrollieren, ob die Temperatur, ob die Feuchtigkeit stimmt und alles. Deswegen haben wir die Eier rausgenommen. Die liegen jetzt drüben in der Schlangenfarm. Für sie sind die Eier noch da. Das heißt, sie bewacht das Nest, kontrolliert, ob es feucht genug ist, alles. Und greift jeden an. Wenn wir jetzt also hier raufgehen würden, würden wir sie sofort am Hacken haben. Da hinten ist der Papa, also der darf hier nicht weiter ans Nest ran, dann wird es ein bisschen grillig, dann jagt sie weg. Er kommt aber auch nicht. Der weiß das jetzt schon, der darf hier nicht ran, und dann bleibt er lieber da hinten. Sie hat die letzten 3 Jahre schon immer um die Zeit so rumgelegt, immer ein bisschen mal ein bisschen früher, mal ein bisschen später. Jetzt kontrolliert sie auch immer noch, wie die Feuchtigkeit ist. Und wenn es zu trocken wird, dann pinkelt sie sozusagen hin, damit es eben wieder etwas feuchter wird, damit es den Eiern gut geht. Und die kann das natürlich jetzt nicht realisieren, dass die Eier nicht mehr da sind. Für die sind die Eier immer noch da und deswegen wird das auch weiter bewacht. Das verliert sich dann so 1-2 Monate später. Jetzt sind wir hier im Quarantäneraum von der Schlangenfarm. Und wir haben die Eier von den Stumpfkrokodilen in Vermiculit eingelegt. Hier ist das erste, sind also 12 Eier und sehen auch sehr gut aus. Also die haben diesen Ring, das heißt eigentlich immer, dass sie befruchtet sind. Dauert jetzt so um 3 bis 4 Monate. Dann müssten sie schlüpfen. Ja, da wären wir natürlich happy. Erste Mal kleine Krokodile hier, das wäre natürlich super. Wir hatten bis jetzt immer nur Eier. Da waren zwar mal ein Jungtier drin, aber das ist dann abgestorben, kurz vorm Schlupf. Haben wir uns natürlich mächtig geärgert. Da hoffen wir natürlich, dass diesmal was wird. Grillfest am Affenhaus. Während die Pfleger Probleme mit dem Strom für den Elektrogrill haben, ist im Affenhaus das Licht schon ausgegangen. Direkt darüber wohnt Raimon Opitz. Jungs, habt ihr alles? Ja. Los, komm runter. Komm runter, komm. Ich komm runter. Ja. Beeil dich, bitte. Ja, ja. Ist ja ein Reutband Regen, der kann sowieso nicht. Du sag mal, Raimund, was machst du eigentlich mit Sanger? Mit Sanger? Da gibt es eigentlich nur positiv. Also der hatte mich vor 3 Tagen angerufen und sagte, also wir haben Sanger zusammengelassen mit dem großen Magula, ne? Mit dem Corona-Mann. Ja. Sagt er, wunderbar, Sanger hat sich so ein bisschen von dem Magula so mal 20 Meter hingesetzt und ist den auch wohl nachgelaufen. Mhm. Und der hat überhaupt nichts gemacht, der hat nur gebrummt. Mhm. Und immer hat er ihr dann so ein bisschen mal zurechtgestoßen. Mhm. Und jetzt vor kurzem haben sie Sanger zusammengelassen mit allen.
mit allen Tieren. Echt? Ja. Und? Also mit Magula, mit den Siebenjährigen, mit der hochschwangeren Gola-Dame. Und ja. Es war ein bisschen Streit. Dann haben sie ein bisschen geschrien, alle Mann. Der hat geschrien, Sanger hat geschrien, die Alte hat geschrien, also die hochträchtige Gola-Weibchen. Und dann sagte er wohl, war wieder Ruhe und jetzt leben die zusammen. Ich denke mal, sie ist da gut untergebracht und jetzt sind schöne Tiere und ein riesengroßes Außengehege, neues Affenhaus, ein kleines. Wenn Sanger sich gut benimmt gegenüber den Großen, wird wohl nicht viel passieren. Es sei denn, er wird dann irgendwann anfangen zu decken. Wenn die Kleine denn die Gola-Dame ihr Mädchen oder Junge bekommen hat, dann wird es so sein, dass der sich nur vielleicht die Sanger aussucht. Fast alle Affen schlafen. Ob wohl einer von Sanga träumt? Tiger Darius ist längst kein Baby mehr. Aber wann geht er endlich baden? Neues aus der Großkatzen-Kleinfamilie in der nächsten Folge von Panda, Gorilla und Co.